Der kleine Ort Morschenich soll, wie so viele andere Orte zuvor, dem Tagebau Hambach weichen. Das heißt auch, die Kirche, der Mittelpunkt des Dorfes, soll demnächst abgerissen werden. Am Wochenende fand deshalb die Entweihung der Kirche statt. Für die Menschen, die dort Jahrzehnte gelebt haben, ein harter Tag. Dieser letzte Gottesdienst war geprägt von viel Trauer, Bitterkeit und einem Pfarrer, der deutliche Worte in Richtung Politik und RWE fand. Es ist gegen 20 Uhr am Samstagabend, da löscht Pfarrer Rolf-Peter Krämer vom Bistum Aachen das ewige Licht. Es ist der Schlusspunkt eines sehr emotionalen Gottesdienstes. Man hängt an der Kirche. Wir haben hier geheiratet, sind 50 Jahre verheiratet. Sie ist aus dem Ort, sie ist getauft, gefirmt worden. Ich bin hier getauft worden, ich bin zur Kommunion gegangen, ich bin gefirmt worden. Ich habe meine Oma vor 5 Jahren hier zu Grabe getragen. Es war fürchterlich. Und ja, da fehlen einem auch ein bisschen die Worte. Vor 2 Jahren ist meine Oma gestorben, jetzt vor kurzem meine Tante gestorben. Jetzt ist für mich auch der Ort teilweise gestorben. Das ist schon krass. Dieser Gottesdienst wird nicht nur deswegen in Erinnerung bleiben, weil er der letzte Gottesdienst in der kleinen Pfarrkirche war. Er wird auch nicht vergessen, weil Heimatpfarrer Andreas Galbierz in seiner Predigt deutliche Worte fand. Ist unsere Dorfgemeinschaft und die Menschen um den Tagebau Hambach-Garzweiler und Inden zum Spielball der Politik in Deutschland geworden? Galbierts mutiger Auftritt macht noch einmal deutlich, wie verunsichert viele Menschen in den bedrohten Ortschaften sind. Der katholische Priester hat auch seine kleine Kirche noch nicht ganz aufgegeben. Er hofft, dass St. Lambertus vielleicht doch in Altmorschenich stehen bleibt. Was würde aus dieser Kirche? Wird sie abgebaut, so wie war früher geplant? Oder bleibt sie auf diesem Platz weiter stehen? Würde sie zum Symbol der Energiewende in Deutschland oder zum Versagen unserer Politik? Unsere kleine Kirche St. Lambertus kann eine große Politik schreiben. Sie kann zu einem Pilgerort sein von Menschen, die werden sagen, dass ziviler Ungehorsam lohnt sich in diesem Land. Vertreter von RWE, die diesen Gottesdienst mitfeierten, wollten die kritische Predigt nicht kommentieren. Die Gemeinde blickt aber auch nach vorne. In Neumorschenich wird eine Kapelle entstehen mit Erinnerungen aus der alten Kirche. Wir werden unter anderem 2 Fenster mitnehmen. Das Lambertus-Relief, das stammt noch aus der Vorkirche. Und das Taufbecken, was auch in die Wand eingelassen ist. Und natürlich noch viele andere Dinge, die halt transportabel sind. Der letzte Gottesdienst in Morschenich, er war bei aller Trauer auch ein Appell an die Politik, endlich Antworten zu geben auf die vielen offenen Fragen im rheinischen Braunkohlerevier. Begleitet wurde der Gottesdienst in Morschenich auch von Protesten einiger Braunkohlegegner. Ein Kohlegegner störte während der Messe, er musste vom Sicherheitspersonal herausgetragen werden.